Leute und herzlich willkommen zu der Analyse des dritten Viertelfinal-Battles. Putzlappen Joe gegen Johnny Ace. Fangen wir einfach mal an. Bei dem Video, ich fange erst mit Putzlappen Joe an und dann mit Johnny Ace. Kurz zu der Sache mit Putzlappen Joe, also ich habe die beide Runden Kollegen von mir geschickt und das erste, worauf die reacted haben, oder das erste, was die gesagt haben, als sie Sovens Runde gesehen haben, war Putzlappen Joe. Deswegen habe ich ihn nun benannt. Beim Video kriegt Putzlappen Joe 0 von einem Punkt, weil Johnny Hayes Science ist besser. Bei der Technik kriegt er 0 von einem Punkt, denn ja, brauche ich gar nicht erst anfangen, geschweige denn die Grammatikfehler. Bei dem Flow kriegt er auch keinen Punkt, weil er klingt einfach permanent Offbeat. Bei Johnny Hayes ist es auch nicht so gut, aber immerhin besser. Und außerdem klingt Johnny Hayes Stimme trotz der schlechten Mische besser. Und bei Sovin geht die Stimme immer in dem Beat unter. Keine Ahnung, was da los ist. Bei den Punchlines kriegt er von mir auch 0 von 5 Punkte, weil, was soll ich dazu sagen? Also, da waren halt keine wirklichen Punches mit bei, da war halt einfach irgendwie nur so Zeugs bei, wo er sinnlose Scheiße labert. Ich meine nur die Hook. Mein erster Gegner noch nicht mal geboren. Ja, wenn er nicht geboren ist, wen battlest du dann? Hä? Was macht das überhaupt für einen Sinn, ey? Und allgemein noch die eine Line mit, wo er sein Turnier fronten will, mit warum macht die Hälfte vom OBB da mit? Das ist von mir geklaut. Ich blende mal den Screenshot ein, wo ich das geschrieben habe. Also da klaut er sogar Lines schon von mir. Also nicht Lines, aber von meinen Kommentaren haut er sich Lines draus, läuft bei dir. Allgemein, es leidet halt auch viel unter der schlechten Grammatik. Er hat kurz irgendwo mal mit einem T geschrieben und dann irgendwie, ich gehe damit ins Krieg. Also keine Ahnung, was der Typ da labert. Er soll erstmal einen Deutschkurs besuchen. Ja, extra kriegt er von mir auch keinen Punkt. Und dann ist es ja wohl klar, wie Johnny Hayes Bewertung aussieht. Ich werde mich aber dann noch ein bisschen dazu rechtfertigen, beziehungsweise dazu äußern. Also, bei Johnny Hayes, er kriegt den Videopunkt, das Video. Wie Dreyer schon geschrieben hat. Eigentlich sollte man ihm einen Punkt abziehen wegen dem Dab, aber ich bin jetzt mal großzügig und bewerte das objektiv. Das Video ist natürlich besser, es ist besser geschnitten, bessere Qualität und so weiter. Auch wenn es nicht Übershit ist, aber auf jeden Fall besser als Putzlappen Joe. Bei der Technik, er hat teilweise sogar viersilbige Reime gehabt, also es war halt auch ein bisschen gezweckt, das muss man halt dazu sagen. Und er war halt auch nicht immer viersilbig, aber teilweise schon. Und sein ganzer Text ist einfach besser, es ist einfach strukturierter, es ist einfach besser verpackt, die Punchline, so. Und nicht so wie bei Putzlappen Joe. Bei Flow, ich habe ihm halt beide Punkte gegeben, weil auch wenn er jünger ist oder halt so eine komische Stimme hat, ich finde, er setzt seine Stimme besser ein. Und auch wenn er häufig den Takt verfehlt, ist er immer noch besser dran als Putzlappen Joe. Das muss man halt immer dazu sagen. Also ich fand einfach Johnny Hayes so auch, selbst von der Stimme fand ich ihn besser her. Vielleicht, weil man sie ein bisschen mehr verstehen konnte, weil die Mische etwas besser war, aber an sich fand ich halt den Flow bei ihm besser. Also, deswegen 2 Punkte. Bei den Punchlines halt auch alle 5 Punkte, weil da waren einige gute schon mit bei. Also ich bin halt wirklich mit null Erwartungen an diese Runde rangegangen. Und ich war positiv überrascht. Ich meine, ich habe den Text jetzt nicht vor mir, aber einige geile Lines waren schon mit bei. Also das mit dem "kein Ball kommt an dir vorbei", "kein Ball kommt an dir vorbei" klingt schon krass schwul. Du bist höchstens die Nummer 1 in Tanzschulen oder das mit dem "deine Jungs sind höchstens am Ballern auf dem Bolzplatz", so, das war auch ganz gut. Dann noch die Line mit dem "dich betteln deine Deutschkenntnisse", die war gut. Oder hier "du machst ja einen auf richtigen Gangster, du fickst Jason, aber warte, du wirst Jason ficken, aber fix nur den Vendetta-Beat", irgendwie nur sowas. Ich fand's halt gut so, weil ich meine, es trifft ja. Seine Runde gegen Jason, wenn man sich die mal angeguckt hat, hat er mir damals, Putzlappen Joe, hat die mir damals so stolz geschickt und meinte so, yo, Digga, meine Quali mal Mist, aber guck dir die Runde an und die Runde war genauso scheiße. Also Punchlines war er deutlich weiter vorne als Putzlappen Joe, auch wenn es nur 8 Zeilen waren und halt die Hook, aber
Oder halt 8 Bars, aber es war einfach besser. Es hat auch besser entertained. So, es war einfach besser, das muss man einfach sagen. Wenn man das jetzt so rein objektiv sieht, ob man ihn jetzt wegen seiner Stimme verurteilt oder nicht. Er hatte schon relativ gute Punchlines mit bei, das muss man einfach sagen. Ja, und extra kriegt er auch den Punkt von mir, weil er mich positiv überrascht hat. Ich hätte nicht gedacht, dass er so gut punchen kann. Ob da jetzt ein Ghostwriter hinter ist oder so, och, ich bin nicht die CIA, mich interessiert das doch nicht. Solange er gute Punches und so hat, dann ist das halt so, ne? Meine Güte. So, das war's mit der Analyse. Heute, morgen, später, was weiß ich wann, kommt Mike Afton, also nur Mike Afton gegen Steffens Cousin. Aber der hat ja nicht eingereicht. Also ist Mike Afton automatisch weiter, aber ich werde die Runde trotzdem hochladen und noch eine Bewertung dazu machen. Wie ich das halt quasi bewertet hätte. Ich werde das jetzt nicht mit der Quali von Steffens Cousin vergleichen, ich werde einfach nur die Runde an sich bewerten. Ja, und dann geht's mit den Halbfinal-Battles los, oder? Ja doch, Viertelfinale, ja doch, Halbfinal-Battles. Ich bin gerade erst aufgestanden. Ja. Die Idee, also jeder hat ja so gesehen seinen Gegner eigentlich. Also aus dem ersten Battle ist ja Justin Case weitergekommen, der muss jetzt gegen Vertigo. Und somit muss dann Johnny Hayes gegen Mike Afton ran. Also, die Frist, heute ist der 25. Machen wir die Frist mal bis zum 10.11. Ja, ich denke, das ist eine ganz gute Zahl. Also der 10. November 2017 ist Abgabefrist aller Battles. Und ja, bis dann, haut rein, tschüss.